So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo, liebe Traderinnen, hallo, liebe Trader. Ich begrüße euch aus München, wo es regnet und auch schon den ganzen Tag sehr, sehr trist zugeht und freue mich natürlich daher umso mehr, dass wir hier gemeinsam heute Abend, Montag, den 8.5. zusammen auf die Woche schauen. Und ich freue mich auch sehr, dass wir hier die maximale Teilnehmerzahl erreicht haben in diesem Webinar. Und was mich ein bisschen wundert, wenn ich so die Teilnehmerliste durchschaue, ihr habt ja die Möglichkeit, euch immer hier mit dem Namen anzumelden, beziehungsweise mit eurem Vornamen zumindest. Wir haben sehr, sehr viele Frauen heute Abend hier in der Runde. Und darüber freue ich mich sehr, weil Frauen natürlich in der Szene, also in der Trading-Szene sehr, sehr selten sind, aber diese meistens deutlich bereichern, weil Frauen meistens einen sehr guten, natürlichen Umgang haben mit dem Risiko. Es gibt Psychologen, die sagen, Frauen sind an sich gar nicht geeignet für das Trading, weil die ja gar nicht bereit sind, ihr Kapital zu riskieren, was man natürlich beim Trading machen muss. Nichtsdestotrotz, die Frauen, die ich kennenlernen durfte, die mit dem Trading zu tun haben, die haben in der Regel immer ein gutes Händchen, haben meistens eine sehr, sehr strikte Vorgehensweise und bereichern, wie gesagt, unsere Runde hier mit Sicherheit. Ich freue mich, wenn ihr mir Fragen stellt heute Abend und ich freue mich auch, wenn ihr mir ein ganz kurzes Feedback geben könntet, ob ihr mich ordentlich verstehen könnt, ob ihr meinen Bildschirm gut sehen könnt und dementsprechend wir hier auch mit der Aufzeichnung heute Abend starten können. Also ganz kurz bitte in den Chat tippen, ob das bei euch alles gut ankommt, ob wir da eventuell was optimieren müssen oder jemand hier eben vielleicht noch Probleme hat. An sich haben wir die Möglichkeit, heute Abend das Ganze aufzuzeichnen. Ihr findet die Aufzeichnung dann, wenn ihr auf tradingstars.de geht, rechts oben einmal auf den YouTube-Button klickt und dann landet ihr hier bei mir im YouTube-Kanal und könnt diesen natürlich wie immer kostenfrei abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr es tut und warte schon sehnsüchtig auf die 1500 Abonnenten. Von daher, ja, macht da mit, unterstützt mich da ein bisschen, abonniert hier den YouTube-Channel. Ansonsten, wer es noch nicht getan hat, Newsletter-Anmeldung ganz, ganz wichtig. Keine reine Werbesache, sondern immer Info und Informationen zum Thema Trading. Wir haben heute wieder Newsletter versandt mit den nächsten Seminaren und Webinaren für die nächsten Tage. Und da ist ganz, ganz wichtig, diese Woche Donnerstag hier der Live-Trading Day 2017. Das sind zwei Webinare, einmal am Vormittag und einmal am Abend, um natürlich hier auch möglichst viele Leute abzugreifen, die Teilnahme zu ermöglichen, auch für Berufstätige. Und dementsprechend seid ihr eingeladen, wenn ihr am Donnerstag Zeit habt, hier mal reinzuschauen. Und was mich besonders freut, worauf ich mich besonders freue, ist wieder ein Webinar der Premium-Klasse, nämlich das Thema professionelles Hedging. Wie können wir hier unsere angelaufenen Gewinne beispielsweise einfrieren, absichern vor solchen Sachen, wie sie am Sonntag passiert sind, nämlich einer großen Wahl bzw. einem großen News-Event. Von daher schaut vorbei, tradingstars.de auf den Reiter Events klicken und dann kommt ihr zu unseren nächsten Webinaren. Ja, und dann, ja, schaue ich gleich mal in die Fragen rein. Das scheint alles super zu funktionieren, freue ich mich. Ihr seid zahlreich hier am Tippen und ja, seid dabei auch im folgenden Webinar. Stellt mir gerne Fragen über den Markt, über Themen Trading, Finanzen, Broker, was weiß ich. Die BaFin hat heute übrigens ja, die CFDs mit Nachschusspflicht verboten, mit einer Allgemeinverfügung. Die Broker haben jetzt noch 3 Monate Zeit, die Modelle umzustellen. Also die BaFin hat sich dazu entschieden, CFDs mit Nachschusspflicht aus dem Rennen zu nehmen. Dafür darf nicht mehr geworben werden, das darf nicht mehr verkauft werden. Deutschland ist eine super Entscheidung, ich begrüße das, denn wir haben also nicht das Vehikel CFD gänzlich verboten, sondern wir haben einfach nur hier die Gefährlichkeit für private Trader deutlich minimiert. Es haben ja viele oftmals mit dem Hebel Probleme, genau auszurechnen, was kann mich denn eine Position kosten, was passiert, wenn eine große Kurslücke auftritt, genau eben auch im Umfeld von News Events. Und ja, die Christina schreibt mir gerade schon, ich habe mich heute bei der Fibo Group angemeldet. Das ist natürlich super. Und ja, Fibo Group sponsert auch unseren Wochenausblick. Und von daher hier nochmal der Hinweis. Alles, was wir euch heute Abend erzählen, ist natürlich wie immer auf euer eigenes Risiko umzumünzen. Ich kann euch das Risiko nicht nehmen, möchte das auch nicht. Und auch nicht alles, was ich euch erzähle, ist immer genauso für euer Trading richtig. Von daher prüft das, was ich euch erzähle. Und schaut einfach, ob das zu eurem Depot, eurem Konto und eurem Trading überhaupt passt und dementsprechend hier vorwärts zu kommen. Es
Ist nun mal so, dass wir im Trading große Risiken haben und im besten Falle kennt ihr immer für jeden Trade, den ihr eingeht, auch das Worst-Case-Szenario, wisst also, wenn alle Trades nach hinten losgehen, was dann in eurem Konto passiert. Ulrich schreibt gerade, er hat keinen Ton. Ich bitte von daher nochmal ganz kurz den Rest der Gruppe hier nochmal ganz kurz Feedback zu geben, ob das am Ulrich liegt oder an mir liegt. Christina schreibt sofort Ton okay, also hoffe ich, dass hier eben ein lokales Problem bei Ulrich vorliegt und hier notfalls dann natürlich die Aufzeichnung zur Verfügung steht. Ansonsten, ja, wer sich noch ein bisschen über Fibo Group informieren möchte, der findet hier auch einen Reiter Prime Brokerage. Ja, da wird einfach mal erklärt, was ein guter Broker ist, warum ein guter Broker für euch wichtig ist und auf brokerstars.de findet ihr auch abgedatet die echten Spreads und die echten Swaps unserer Broker, die wir zumindest im Fokus haben und da kann man dann einfach mal für den Basiswert, den man gerne tradet, das Ganze mal vergleichen. Ja, was machen wir heute Abend? Wir schauen natürlich auf den deutschen Aktienindex nach Frankreich. Wir schauen auf die großen Major Forex Pairs, den Euro, US-Dollar und Co. Wir schauen auf die kleineren Forex Pairs, wir schauen auf Öl und auf Gold natürlich und dann schauen wir mal, ob wir hier gemeinsam vielleicht den ein oder anderen Trade finden können. Ich, wie gesagt, freue mich auch, wenn ihr vielleicht noch die ein oder andere Idee habt, die wir zusammen traden können, die wir uns anschauen können und von daher warte ich wie immer eure Meinung und eure Basiswerte, die ihr euch wünscht, ab. Das können durchaus auch Aktien oder anderes sein. Wir beschränken uns hier nicht auf irgendeine Asset-Klasse. Beginnen wir nach der Wahl natürlich mit dem DAX. Wie schaut es hier aus? Wir haben hier im Kursindex exkludierte Dividendenzahlungen, welche übrigens den Index gerade jetzt im Frühjahr meistens stark verzerren. Von daher schauen wir auf den Kursindex und nicht auf den Performance-Index. Hier natürlich die Situation, dass wir in einem Bullenmarkt sind. Das heißt, wir sind über den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Wir sind auch aus Sicht der klassischen Chart- und Markttechnik in einem schönen Aufwärtstrend und jeder Blinde sieht aber, dass der schon sehr, sehr weit gelaufen ist. Das Ziel für den Sommer war die 6331. Wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Exkludierte Dividenden sind wir überhaupt noch nicht auf Allzeithoch übrigens, was jetzt hier den DAX angeht. Das Fazit, was wir aus dem langfristigen Wochenchart mitnehmen müssen, ist, dass Short-Positionen im Moment verboten sind, Long-Positionen durchaus noch erlaubt sind und auch dieses Sprichwort Sell in May and Go Away, weil ich es gerade wieder gelesen habe auf einer großen deutschen Plattform, ist an sich für den DAX zumindest Quatsch, weil der DAX läuft zwar im Mai nicht besonders bullisch, aber an sich über den Monat gerechnet macht er einen Plus. Im Juni passiert genau dasselbe und im Juli geht es sogar nochmal aufwärts. Das heißt, im DAX ist es so, man müsste eigentlich sagen, Sell in July and come back in October. Was für die Amis also gilt, dieses Sell in May findet dort statt, gilt nicht unbedingt für den DAX, das heißt, wer hier Long-Positionen hat, der kann eins tun, der kann einfach den Stop-Loss ein bisschen ranziehen, hier die Position wegwerfen oder gar Short gehen, macht aus meiner Sicht überhaupt noch keinen Sinn und von daher ist der DAX weiterhin stabil, zumindest im langfristigen Bild. Schau mal auf den Tageschart runter, wie sieht es hier aus? Es geht steil nach oben, wir haben auch hier im Grunde genommen eine Art Übertreibung, die wir mittlerweile sehen und von daher kann es tatsächlich sein, dass jetzt auch nach der Phase dieser Wahl so ein bisschen ernüchternd reinkommt, der DAX hier nach unten geht und was ein Kursziel wäre, wäre natürlich der Schluss dieser Kurslücke. Mein Fazit aber für den DAX, Finger weg, der macht euch nur ärmer, weil der DAX, den zu traden, ist sehr, sehr schwer. Was man auf jeden Fall machen kann, ist natürlich dividendenstarke deutsche Aktien im Depot haben. Das macht auch weiterhin Sinn und ist eine gute Alternative fürs langfristige Investieren, was wir hier natürlich überhaupt nicht anstreben wollen. Und von daher schau mal weg vom DAX hin zu einem interessanteren Markt, nämlich dem Euro-US-Dollar. Und hier zeigt uns die Trading Matrix auf den ersten Blick im Wochenchart zunächst mal eine Neutralstellung, auch diese wollen wir uns hier direkt im Chart mal anschauen. Wir schauen also zunächst mal sogar auf den Monat, ganz langfristiges Big Picture. Von 2000 an bis heute sehen wir einen Euro-US-Dollar, der mal hoch, mal runter geht. Im Moment ist es so, dass wir seit 2015 in einer Seitwärtsphase laufen und von daher eben auch hier der Wochenchart mit einer gelben Markierung in der Trading Matrix. Wir laufen also Seitwärtstendenz, langfristig zumindest Euro-Schwäche, Dollar-Stärke und dementsprechend hier der nächste Schritt auf den nächst tieferen Wochenchart. Und hier sehen wir schon auch die ganze nervige Situation. Seit 2015 läuft das Ding von links nach rechts über den Bildschirm. Trendfolgende Händler haben hier große Probleme, Geld zu verdienen und es ist relativ schwer in diesem Basiswert hier überhaupt Fuß zu fassen. Was man jetzt machen kann, ist natürlich mal schauen,
Was macht der Tageschart? Und dazu eine ganz aktuelle Analyse nochmal von mir heute. Wir haben nämlich da, wo wir heute früh losgelaufen sind und was wir heute im Tagesverlauf abverkauft haben, einen relativ interessanten Bereich abverkauft. Zum einen, wenn ich mal über die komplette Strecke von hier oben bis hier unten einen Fibonacci drüber ziehe, ist das das 50er Retracement. Das heißt, diese Strecke, bitte beachten, logarithmische Skalierung, ist hier um die Hälfte korrigiert, also das, was wir heute abverkauft haben. Wenn ich das kurzfristigere Fraktal vermesse, also von diesem Hoch zu diesem Tief, dann kommt hier hinzu noch das 61,8er Fibonacci Retracement, das wohl wichtigste. Von daher ein sogenannter Fibonacci Cluster, der mich jetzt in der Annahme hier ja, ins Trading gehen lässt, dass wir hier wahrscheinlich jetzt weitere Verkäufe sehen. Was auch immer den Kurs massiv anzieht, ist eine sogenannte Kurslücke, ein Gap, das hier relativ groß ist. Das ist nämlich das Wochenende von vor 2 Wochen. Und von daher könnte es aus meiner Sicht sein, dass der Euro-US-Dollar hier in diese Zone reintaucht. Wenn er nochmal hochkommt, wenn er sich also jetzt nochmal fangen kann, dann ist es wohl so, dass er jetzt hier zunächst mal an diese sogenannte Make-or-Break-Marke ranläuft. Das ist ein Cluster aus Volumenwiderstand, Effizienzzone, horizontaler Widerstandszone, Fibonacci Retracement 61,8 und dementsprechend natürlich hier eine ganz, ganz starke technische Widerstandsmarke aus klassischer Sicht. Und dann geht es wahrscheinlich hier zunächst mal dennoch runter. Und das lässt mich jetzt zu einem relativ schönen Trade kommen, nämlich ich möchte im Grunde genommen den Euro gegen den US-Dollar verkaufen mit einem Short-Trade, aber ich weiß, dass diese Strecke von hier nach hier eventuell nochmal durchaus nach oben gegen mich läuft und von daher könnte man von hier bis hier oben bis zur MOB-Marke einen sogenannten Hedge Trade einführen und das genau werde ich dann nämlich in diesem Webinar erklären, was ich euch gerade schon mit auf den Weg gegeben habe. Das heißt hier, wenn man jetzt Short geht mit dem Ziel hier runter und der Trade läuft dagegen, dann kann man hier oben eben den Hedge einbringen, bis hier oben den Hedge laufen lassen und dann hier den Short wieder aktivieren. Das wäre also im Euro-US-Dollar ganz interessant und jetzt schauen wir mal noch auf einen nächsten wichtigen Indiz für einen Short-Trade, nämlich die Saisonalität. Also das hier ist der 5-Jahres-Durchschnitt in der Entwicklung des Euro-US-Dollar und wir sehen, dass jetzt in den nächsten Wochen hier die Saisonalität eine ganz, ganz schwache ist. Das heißt, wir haben auch die zu dieser Kurslücke, zu diesen technischen Widerstandsclustern noch eine schwache Saisonalität und was noch dazu führt, und das kriegt ihr nur bei einem ordentlichen Broker bis einem sehr guten Broker, einen Swap auf der Short-Seite, der positiv ist. Das bedeutet, aufgrund der Zinsdifferenz zwischen Euro und US-Dollar bekommen wir mit einem Short-Trade Euro-US-Dollar hier jede Nacht vom Broker ein paar Cents gutgeschrieben. Das heißt, wir haben eine fundamentale Indikation, dass Kapital eher in den Dollar fließen sollte, raus aus dem Euro und dementsprechend hier diese Sache hier nach unten losgehen sollte. Jetzt ist natürlich die einzige Sache, die wir noch machen müssen, nach einer ordentlichen Analyse hier diesen Trade zu platzieren. Und da ist es an meiner Stelle jetzt interessant, wenn wir reingehen mit einer kleinen Position, denn so gut das auch aussieht, wir haben natürlich hier im Tageschart noch einen Aufwärtstrend über dem EMA 200 beispielsweise. Wir haben also hier intakte markttechnische Kaufsignale und dementsprechend ist es also so, dass der Trade nach unten hin zwar saisonal und fundamental Sinn machen kann, aber wir haben kein 5-Sterne-Szenario. Von daher gehen wir hier, wenn überhaupt, nur mit einer sehr, sehr minimierten Positionsgröße rein. Und dazu sind jetzt natürlich die nächsten Schritte. Zunächst mal, wir müssen unser Risiko kennen. Das bedeutet, wir wollen also hier mit unserem Linienskript, das ihr ja bei Fibo Group auch kostenlos bekommt, den Stop-Loss über diesem Hoch zunächst mal ansetzen und die grüne Linie soll markieren unseren Einstieg und der könnte aus meiner Sicht nach einer so schönen Tageskerze, die sehr, sehr bärisch im Ausblick ist, hier nach unten direkt jetzt zum Marktpreis reingehen und dann muss ich wissen, was kostet mich das, wenn das Ding jetzt von hier nach dort läuft. Das ist also mein initiales Risiko für diesen Trade, dann ziehen wir also das Geldskript auf den Chart und dann sehen wir hier schön, ein Mikrolot entspricht einem Risiko von 9,25 US-Dollar und dementsprechend ist das auch mit einem sehr, sehr kleinen Konto schon sehr, sehr sauber handelbar und dementsprechend, ja, kann man sich jetzt auf Basis der Kontogröße natürlich noch ausrechnen, was kann ich traden, wie viel darf ich traden. 1% Risiko entspricht 0,02 Lot und das ist natürlich hier eine angenehme Möglichkeit, auch wieder Teilverkäufe zu realisieren. Das heißt, wir gehen jetzt nicht 0,02 Lot Short, sondern ich mache das wieder mit den Teilverkäufen. Das heißt, ich gehe jetzt zweimal 0,01 Lot Short im Euro-US-Dollar zum Marktpreis mit Stop-Loss über dem
heutigen Tageshoch zugunsten der Saisonalität, zugunsten der Charttechnik und natürlich hier auch unsere Swap-Dynamik. Das heißt, hier wollen wir den Trade tatsächlich ein paar Tage lang behalten. 0,01 Lot zur sofortigen Ausführung gehen wir short. Und jetzt ist natürlich die nächste Sache, die wir noch wissen müssen, hier der, den Stop-Loss zu bemessen. Das Hoch liegt bei 1,1016. Im Fixed Account habe ich jetzt hier 2 Pips Spread, das ist also nur im Fixed Account so, bedeutet, ihr habt hier nie eine Slip Edge, aber ihr habt einen etwas erhöhten Spread. Wenn ihr in den NDD Account geht, sind die Spreads nochmal deutlich, deutlich besser, aber eben dann zur Marktausführung. Das heißt, ich muss jetzt hier diese 2 Ticks noch auf dieses Hoch mit draufrechnen und dann noch einen Sicherheitstick, das heißt 1,1016 sind dann auf 1,10. 18, 1, 10, 19 ist das Stop-Loss. Also 1,1019 ist das Stop-Loss für einen Short 0,01. Und jetzt schieße ich den nächsten gleich hinterher. 1, 10, 19 zum Marktpreis geschortet. Und jetzt können wir uns noch fragen, wie wir denn einen möglichen Take-Profit hier platzieren. Und dann macht einfach der Blick auf das Chartbild nochmal Sinn. Wir haben also hier schon mal einen ersten Fall nach unten eingetragen. Der geht in die Effizienz rein. Der geht bis zum Ende der Kurslücke und da schauen wir jetzt mal, wo die liegt. Der Close-Kurs der Kurslücke ist bei 1,0726 und da soll natürlich jetzt auch der erste Take-Profit hin. 1,0726 ist der erste Take-Profit für diesen Trade. Da wollen wir hin und da ist er auch schon. Das heißt, wir haben jetzt hier ungefähr 9 Dollar Risiko und 20 Dollar Chance. Das heißt, ein CRV von grob besser 2,1 und das ist jetzt ein Teilverkauf von 50%. Der zweite Teilverkauf, der soll am besten etwas weiter wirken. Der soll sich also hier etwas weiter durchziehen, falls der Trade hier ordentlich in Schwung kommt. Minimum ist das Haupteffizienzlevel hier, der Point of Control, der hier unten sich befindet. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, der kriegt gar keinen fixen Take-Profit, sondern den managen wir dann aktiv. Wir ziehen den Stop-Loss dann relativ schnell in den Einstand rein und versuchen dann eben den Trade laufen zu lassen. Wie weit er denn laufen möchte. Von daher ist das der erste Trade für heute Abend. Euro US-Dollar Short, 2x1 Mikrolot, Teilverkäufe geplant, Stop-Loss 1,19. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann bitte einstellen. Ansonsten hat mir Christina gerade noch was geschrieben zum DAX. Das möchte ich euch ganz kurz vorlesen. War heute Morgen im DAX Short mit 25 Punkten Take Profit und mittags Long auch nochmal mit 25 Take Profit geholt. Beide Order gingen in den Take Profit. Das ist natürlich super, wenn das so funktioniert. Dann macht das natürlich auch Spaß, hier im DAX überhaupt zu traden. Und von daher war das heute ein schöner Tag für Christina. Freut mich. Ja, ich, wie gesagt, für den DAX wäre eventuell morgen auch ein bisschen für Korrektur gestimmt, auf Korrektur gepolt. Schauen wir mal, wie du das siehst. Kannst du gerne nochmal reinschreiben hier, wie du den morgigen Tag siehst. Eventuell mit einem Sellstop hier unter diesem Tagestief könnte man in DAX reingehen. Ja, ansonsten schauen wir weiter auf die Trading Matrix. Was haben wir hier für Basiswerte als nächstes auf dem Schirm? Schaut euch mal den US-Dollar gegen Japanisch Yen an. Der sieht hochinteressant aus. Warum? Weil Woche, Tag, Stunde, M5, alles geht nach oben und wir bekommen hier auch noch einen positiven Swap. Das heißt, wir müssen uns eigentlich fast schon dieses Währungspärchen jetzt als nächstes anschauen. Das sieht aus, als würden wir hier eventuell einen guten Trade auf dem Schirm haben. Dazu gehe ich jetzt erstmal in den Wochenchart rein. Das heißt, wir schauen auf das Geldflussbild. Wir schauen, fließt Kapital rein oder raus. Langfristig gesehen haben wir einen schönen Impuls, eine Korrektur gesehen bis zum EMA 200 und jetzt hier wieder die ersten Wochen mit einem bullischen Signal. Und dementsprechend, ja, ist jetzt zunächst mal eine Long-Position möglich, eine Short-Position verboten. Schauen wir auf den Tageschart, wie sieht es hier aus? Auch nochmal die schöne Situation. Schöner Impuls nach oben, eine dreiwellige Korrektur hat bereits stattgefunden. Das heißt, hier kann es jetzt tatsächlich sein, dass US-Dollar-Japanisch-Yen nach oben durchbricht und was aus dem Marktprofil auch sehr interessant ist, wir haben hier unten eine schöne Ineffizienzzone, das heißt, hier hat sich der Markt gar nicht unbedingt wohlgefühlt in der Vergangenheit und dementsprechend muss er hier auch gar nicht mehr hin. Von daher können wir jetzt relativ entspannt davon ausgehen, dass US-Dollar-Japan-Yen hier weiter steigt. Zudem haben wir einen positiven Swap und schaut euch mal die Seasonals an, auch diese gehen in den nächsten Tagen hier weiter nach oben. Das heißt, wir haben eigentlich ein wunderbares Szenario gen Norden. Was mir nicht gerade gefällt, beziehungsweise sogar missfällt, ist hier zunächst mal im Tageschart dieser lange Arm nach oben ohne Korrekturphase. Das heißt, wenn man das tradet,
dann bitte nur im Stundenchart, das heißt etwas kurzfristiger. Und hier ist es sehr, sehr schön. Wer klassische Charttechnik liebt, der liebt diese Formation. Das ist eine sogenannte inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Also hier ein schöner Kopf, linke, rechte Schulter und schon nach oben bestätigt. Das heißt, wir können direkt jetzt hier zum Marktpreis die Long-Position aufmachen. Die Basis für diesen Trade ist gelegt mit der Multi-Time-Frame-Analyse, mit dem positiven Swap und dementsprechend den guten Fundamentals und auch einer bullischen Saisonalität. Das heißt, wir können jetzt hier aus meiner Sicht wieder in einen Market Trade reingehen. Ich nutze wieder das Linienskript mit dem Stop-Loss hier zunächst mal unter der Formation SKS invers. Der Einstieg kann direkt erfolgen. Das heißt, wir können direkt hier die grüne Linie auf den aktuellen Kurs legen und dann ziehe ich wieder mein Geldskript auf die ganze Sache drauf und wir sehen, wir haben ein Risiko von $8,50 pro Trade. Das heißt, wir können jetzt wieder hier mit Teilverkäufen arbeiten. 1% Depotrisiko entspricht 2 Mikrolot. Das heißt, ich kann mit einem sehr, sehr kleinen Konto dennoch hier zwei Positionen traden. Das mache ich jetzt natürlich auch. Das heißt, wir kaufen jetzt zunächst mal 0,01 Lot zum Marktpreis. Der Stop-Loss soll jetzt liegen unter diesem Tief hier bei 1,1206. 1,1206 und dann gehen wir hier in den Kauf rein. Order ausgeführt. Nächster Auftrag 0,01 Lot zur sofortigen Ausführung. Stop-Loss 1,1206. Schau noch mal ganz kurz sicherheitshalber. Ja, das passt. Kaufen wir und dementsprechend ist es jetzt hier der zweite Trade heute Abend. US-Dollar, Japanischen Long zugunsten der Multi-Time-Frame-Analyse aller wichtigen Zeitebenen, zugunsten der Swap-Theorie und zugunsten auch der Seasonals. Das heißt hier ein etwas kurzfristigerer Trade im Stundenchart und was wir noch machen können, wir schauen mal, ob wir einen guten Take-Profit schon finden. US-Dollar, Japanisch Yen hier ein Trade-Signal-Wochenchart. Wir sehen, nach oben hin ist jetzt Platz bis 118,66. Das heißt, das wäre hier zunächst mal ein Ziel und da würde ich aber nicht die Dochte dieser Kerzen nehmen, sondern den Körper. Das heißt, hier der Open-Kurs 117,96 wäre ein erster Take-Profit. Mal das ein bisschen weiter hoch hier. 117,96 wäre ein erster Take Profit haben wir gesagt, das heißt hier ist er dann relativ weit oben im Chartbild zu sehen. Das wäre für einen Trade um die $43 Gewinn. Das ist also auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis und dementsprechend würde ich den zweiten Teil dieser Position dann auch wieder hier nach oben laufen lassen. Ja, schauen wir mal, ob es diesmal funktioniert. Wir haben hier schon mal so eine kleine Wendeformation gehabt, dann dieses Fehlsignal unter den EMA 200. Jetzt sind wir drüber wieder am Effizienzlevel aus dem Marktprofil. Schauen wir mal, ob er jetzt hier nach unten durchbrechen kann oder eben nicht. Ich bin gespannt. Ich halte viel von diesem Trade. Nichtsdestotrotz, es muss nicht funktionieren. Es kann. British Pfund, US-Dollar. Ja, hier würde ich im Moment sagen, ein bisschen noch die Finger weglassen. Vielleicht, ihr seht das schon, Dynamik ist nicht unbedingt sauber. Was heißt, wir haben hier keine sauberen Trends, die wir handeln können. Im Gegensatz dazu hier auf der nächsten Linie der Austral-Dollar gegen den US-Dollar im Tiefrot Woche, Tag, Stunde. Das heißt, hier können wir mal ganz kurz reinschauen. Wie sieht es in diesem Währungspärchen aus? Woche ist nach unten gerichtet. Wir haben hier ein Dreieck, das sich gerade aufbaut, das nach oben oder nach unten verlassen werden wird. Viel mehr kann man dazu noch gar nicht sagen. Aus Sicht des Tagescharts geht es deutlich nach unten. Wir sind unter die 200-Tage-Linie gekracht, aber hier ist eine Unterstützungszone eben aus dem Wochenchart. Nicht mehr weit, von daher Finger weg von diesem Basispärchen. Zudem der Swap auf der Long-Seite ist positiv, das heißt, wir würden mit der Short-Position entgegen der Theorie aus der fundamentalen Logik heraus des Zinsdifferenzials arbeiten. US-Dollar-Cut ist etwas interessanter. Wir haben hier Woche, Tag nach oben gerichtet. Wir haben hier einen positiven Swap auf der Long-Seite. Das heißt, hier US-Dollar-Cut können wir uns mal ganz kurz zu Gemüte führen. Dazu suchen wir uns den hier links in der Marktübersicht raus. Wir sehen unseren Trade, den wir schon haben, auf Einstand abgesichert und da könnte man eben überlegen, ob man jetzt hier in dieses Währungspärchen nochmal reinhüpft. Wochenchart. Es geht aufwärts, die gleitenden Durchschnitte fächern auf. Wir haben uns vom Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil abgesetzt. Das ist gut. Ein Tageschart. Wir haben eine sehr, sehr bullische Saisonalität vor uns. Das heißt, es sollte hier weiter nach oben gehen. Zudem genau selbe Situation, Auffächern der EMAs absetzen vom Effizienzlevel. Hier wäre es jetzt also nur noch die Frage, die wir uns stellen müssen, wo, wenn überhaupt, gehen wir rein. Und da ist es relativ einfach hier, wenn man technisch analysiert, ist es aus meiner Sicht möglich, dass man sagt, hier der Rücksetzer auf dieses alte Ausbruchsniveau, auf dieses Hoch hier, auf dieses alte Hoch
könnte und sollte erfolgen. Meistens kostet ein Ausbruch über so einen Widerstand Kraft. Die Kraft benötigt dann eine Korrektur und dann geht es meistens hier wieder nach oben. Und hier ist das einzige Problem, was wir haben jetzt, dass der Stop-Loss in dem Moment relativ weit weg sein sollte, zunächst mal initial hier unter diesem Tief. Und dementsprechend kann es sein, dass man mit einem kleinen Konto jetzt hier gar nicht mehr zurande kommt. 25,77 € ist das Risiko für diesen Trade. Und von daher, da ich ihn schon habe, ja, muss das nicht unbedingt sein, jetzt hier nochmal einen Trade reinzugehen. Wer aber hier sagt, den habe ich noch nicht im Depot, US-Dollar Cut, der sieht für mich gut aus. Der könnte, wie gesagt, hier jetzt einsteigen auf dem Niveau 1,3585 ungefähr und den Stop-Loss halt unter das letzte Tief aus dem Tageschart unter die 200-Tage-Linie legen und auch unter diese Volumeneffizienz. Bullish, seasonal bullish aufgrund des Swaps. Das heißt, hier könnte man also zuschlagen. Und was man jetzt auch machen könnte übrigens, ist natürlich, wenn man hier schon einen Gewinner laufen hat, also das ist jetzt diese Position hier mit 26,50 € vorne, kann man natürlich sagen, okay, ich bin bereit, den Gewinn nochmal zu riskieren. Okay, macht das, ich lasse ihn laufen, weil der Chart sieht super gut aus. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Nächster Montag vielleicht dann schon ein Update dazu. US-Dollar, Schweizer Franken, bullischer Long Swap. Von daher schauen wir auch hier mal kurz auf den Charts. Wie sieht es da aus? US-Dollar, Schweizer Franken. Kurz rüberziehen aus der Marktübersicht. Erster Schritt ist der Wochenchart. Und hier sieht es dann im Wochenchart, naja, so lala aus. Wir sind zwar bullisch unterwegs, aber werden auch immer wieder runtergedrückt. Schauen wir mal in den Tageschart rein. Hier gar nicht mehr so optimal das Ganze. Wir kreppeln hier rum, auf Deutsch gesagt, an den gleitenden Durchschnitten. Das ist kein Trade, der Sinn macht. Was Sinn machen würde, ist die Saisonalität. Aber für mich reicht das nicht aus. Also für mich ist das Chartbild auf Deutsch gesagt viel zu hässlich hier. Euro-Japan-Yen. Woche neutral, Tagstunde M5 Long. Swap auf der Short-Seite positiv. Das heißt, dieser Trade fällt sofort hinten weg. Und ja, im Euro-Britisch-Pfund ist es hier ähnlich. Wir haben ja schon im Euro jetzt getradet hier, Euro gegen US-Dollar. Das heißt, wir müssen auch nicht nochmal Euro-Britisch schon traden. Denkt an die Korrelationen, denkt an das, was wir im Webinar gelernt haben. Es macht hier wenig Sinn, sich Klumpenrisiken ins Depot zu legen. Schauen wir weiter. Auf der rechten Seite, New Zealand-Dollar, US-Dollar ist hier mit einem Long-Swap positiv, aber in den großen Zeitebenen im Short-Modus. Das heißt, hier kein Trade möglich. Euro, schwedische Krone. Im Gegensatz dazu, wir haben doch einen kleinen Trade laufen. Ist zunächst mal bullish im W1, im D1. Also auch der Swap ist bullish. Das heißt, wir sehen hier, dass wir eine bullische Saisonalität haben und schön nach oben gehen. Aber hier die Situation eben, dass der Trade jetzt zwar leicht im Gewinn ist, ich diesen aber noch nicht absichern möchte, weil einfach der Stop-Loss dann viel zu nah dran wäre. Von daher lasst uns hier einfach noch ein bisschen abwarten. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, wie hier die nächste Woche dann aussieht. Euro Austral-Dollar, bullische Langzeittrends. Der Swap steht dem entgegen, von daher lassen wir den gleich wegfallen. Austral-Dollar, New Zealand-Dollar ist uninteressant im Moment. Wenig Dynamik hier. Euro-kanadischer Dollar ist genauso. Bullische Trends, negatives Swap-Verhältnis für uns. Und von daher, ja, fällt das Ganze erstmal weg. Das sind jetzt die großen Forex-Pairs gewesen. Schau mal auf den Goldpreis. Wie sieht es hier aus? Situation ist recht interessant, wenn auch im Gold sehr, sehr schwierig das Ganze im Moment. Also es geht irgendwie sehr, sehr zäh zu, hat man das Gefühl. Das ist der Langfristchart im Wochenchart 2010 bis 2017. Wir sind wieder unter die gleitenden Durchschnitte gerutscht. Wir haben wieder hier die Nähe zum Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil gesucht. Das heißt hier im Grunde genommen langfristig eine Neutralstellung. Sehr, sehr schwierig zu handeln, das ganze Tageschart. Wie sieht es hier aus? Wir haben eigentlich ein Verkaufssignal gesehen mit diesem Impuls der Korrektur und dann hätte es eigentlich nach unten gehen sollen. Dann ging es aber wieder nach oben, jetzt wieder unter die EMAs und ja, haltet euch einfach aus so einem Quatsch raus. Das macht überhaupt keinen Sinn, zumindest aus meiner Sicht. Wer Gold natürlich profitabel handelt, der soll das auch weiterhin tun. Ich für meine Sichtweise halte Gold für einen sehr, sehr manipulierten Markt, der schwer zu handeln ist und das Einzige, was Saisonalität gerade hergibt, ist eben hier ein Short Trade. Die Swaps sind zumindest bei Fibo Group auf der Long-Seite positiv. Das ist selten, dass hier ein Broker auch was bezahlt für einen Gold-Trade. Von daher, ja, schwierig zu handeln. Schaut es euch an, wenn es euch liegt. Ansonsten lasst die Finger weg. Ihr seht, es gibt viel, viel bessere Basiswerte, die wir traden können. Schauen wir uns auch noch den Ölpreis vielleicht an. Wie sieht es hier aus? Wir sind deutlich
hier im Abverkauf. Wir sind unter die kalten Durchschnitte gefallen. Wir haben schön Verkaufsdynamik. Jetzt eine Wendekerze hier gesehen, eine sehr, sehr starke Wendekerze. Das heißt, es wird jetzt ein paar Tage hochlaufen und dann eher wieder runtergehen. So viel zum Goldpreis. Auch der ist sehr, sehr, zum Ölpreis, Entschuldigung, auch der ist sehr, sehr stark manipuliert. Auch die ja, WTI-Sorte ist relativ schwer zu handeln. Von daher halte ich da so ein bisschen weniger davon, überhaupt hier aktiv zu werden. Schaut euch das an. Wir sind jetzt hier wieder in einer Unterstützungszone angekommen. Das heißt, aus meiner Sicht wird es jetzt hier die nächsten Tage, Wochen nach oben gehen und wir werden eine Erholung sehen im Ölpreis. Traden würde ich es aus meiner Sicht, aus eurer Sicht nicht unbedingt. Also Finger weg davon. DAX, Gold und Öl sind sehr, sehr schwierig zu handeln. Was leichter zu handeln ist, sind wirklich die Merchant Forex Pairs. Da ist deutlich weniger Volatilität drin, deutlich weniger sinnfreie Bewegungen, weil die Märkte einfach so massiv groß sind, dass sie sehr, sehr schwer zu manipulieren sind. Es gibt auch Zahlen, dass wahrscheinlich nur rund 8% im Forex hier überhaupt ja, spekulative Natur sind vom Umsatz her. Das heißt, alles, was im Forex passiert, ist im Grunde genommen auf einen originären Warenaustausch zurückzuführen und das macht erstmal so Sinn. Ja, wenn man hier den Blick noch etwas weiten möchte und sagt, ich habe vielleicht noch Interesse an ein, zwei guten Trades, kann man sich ein paar exotischere Währungen noch anschauen. Wir haben hier den US-Dollar gegen den Singapur-Dollar, der einen positiven Long-Swap hat. Aber an sich von den Trends her uninteressant ist. Was interessanter ist, Singapur-Dollar gegen japanisch Yen auf der Long-Seite. Von daher schauen wir uns den jetzt hier nochmal in Ruhe an. Auf der Long-Seite interessant, warum? Weil wir über die gleitenden Durchschnitte gehüpft sind und auch über das Haupteffizienzlevel. Das heißt, hier könnte man jetzt natürlich weiter von steigenden Kursen ausgehen. Was etwas dagegen spricht, ist hier eine mögliche Trendlinie, die sich zeigt. Das heißt, wir können also hier davon ausgehen, dass eventuell Widerstand in den Markt kommt. Zudem schaut euch die Saisonalität an, ist diese zunächst mal nicht förderlich für diesen Trade und dementsprechend auch hier schwierig im Moment das Ganze. Euro, Singapur, Dollar, bunt gemischt, macht keinen Sinn. Norwegische Krone auf der Short-Seite interessant, die Trends gehen aber nach oben, also Finger weg davon. Euro, polnisch Zloty ist hier zunächst mal abwärts gerichtet im W1, D1, aufwärts im H1, also das widerspricht sich. Was haben wir noch? Den US-Dollar gegen den südafrikanischen Rand mit einem Aufwärtstrend hier im Stundenchart und einem Negativ-Swap im Long-Modus. Das heißt hier zunächst mal diese Woche aus meiner Sicht ja begrenzt mit zwei guten Trades, Euro, US-Dollar auf der Short-Seite, US-Dollar, japanisch Yen auf der Long-Seite und viel mehr ist im Grunde genommen diese Woche nicht drin, was eventuell nochmal interessant ist, wenn wir den hier im Stundenchart jetzt durchhandeln, dann natürlich den Stop-Loss relativ schnell nachzuziehen, wenn sich hier neue Hoch- und neue Tiefpunkte ergeben. Und jetzt schaue ich nochmal in eure Fragen rein, damit wir hier eventuell noch einen guten Basiswert, einen guten Trade finden und dementsprechend, ja, Christina sagt, sieht sie genauso, also morgen DAX eher auf der Short-Seite anpacken. Der Franz schreibt, ja, Bund Future, Franz, auf jeden Fall, warum denn nicht? Bund Future haben wir lange nicht drauf geguckt, von daher schauen wir auch zunächst mal auf den Bund Future. Bund Future ist ja ein sehr, sehr interessanter Markt, wenn man ihn handeln kann. Langfristig gesehen, ja, überlegen wir uns kurz, was ist der Bund Future überhaupt? Das ist ein synthetischer Korb, langfristiger deutsche Anleihen, also im Grunde genommen ein Rentenpapier, das so ein bisschen Auskunft darüber gibt, wie sich deutsche Staatsanleihen im Generellen entwickeln. Wir sehen hier einen Aufwärtstrend im Wochenchart, der aber deutlich an Dynamik verloren hat. Wir sehen also hier noch eine steile, dann eine Abflachung und jetzt wird es immer flacher. Das heißt hier zunächst mal, wenn überhaupt kaufen, Short gehen, nein. Dynamik aber abfallend. Schauen wir in den Tageschart rein, da sehen wir eine schöne Situation, nämlich wir gleiten hier immer mit dem EMA 200 leicht nach oben und das sieht auch der Laie, denke ich mal zumindest, dass wir hier eben eine Flaggenformation ausbilden. Das heißt, wir haben hier eine untere Begrenzung und eine obere Flaggenbegrenzung. Hier drin laufen wir hin und her. Und was man natürlich machen könnte, ist jetzt hier, dass man langsam eine Short-Position sucht, die nach oben hin wieder durchtradet und den Stop-Loss hier unter das Tief bei 158,73 legt. Muss man ein bisschen aufpassen, der Bund Future. Ja, entwickelt in letzter Zeit auch immer mal kleinere Kurslücken. Von daher ist das Risiko hier aus meiner Sicht etwas höher als im Forex, aber durchaus ein interessanter Markt, wenn man eben den
Swing die Fortsetzung in diesem Trendkanal hier handeln möchte. Also so langsam im Long-Modus das Ganze hier. Volumenunterstützung könnte also von hier jetzt wieder hier hochlaufen, vielleicht sogar bis zur Oberkante, neues Allzeithoch und dementsprechend dann hier den Stop-Loss tief drunter legen. Chancen-Risiko-Verhältnis wird dann positiv und könnte aus meiner Sicht jetzt Sinn machen, wobei ich den Trade selber nicht unbedingt mache, weil er mir einfach zu, ja, nicht klar genug ist. Okay, ja, dann bin ich eigentlich mit euren Fragen bzw. euren Nennungen schon durch. Ich lasse den Chat noch ein bisschen offen. Falls noch jemand was wissen möchte, dann werde ich euch gleich antworten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mich per E-Mail erreichen, info@trading-stars.de. Und ja, dann freue ich mich auf eine schöne Handelswoche. Lade euch, wie gesagt, nochmal ein für die nächsten Events, tradingstars.de, dann einmal auf Events klicken und dann entweder diese Woche noch den Live-Trading-Day mitnehmen am Donnerstag mit zwei Webinaren oder natürlich dann nächste Woche unser Highlight am Dienstag, das Premium-Webinar zum Thema Hedging. Ich sage danke für eure Zeit, freue mich, wenn wir uns dann diese Woche oder nächste Woche nochmal sehen und lade euch auch schon mal, falls ihr Österreicher seid, hier nach Wien ein auf den Börsentag am 20. Mai mit zwei Vorträgen, beziehungsweise sogar mit vier Vorträgen, weil der Daniel ist auch noch mit dabei. Wir kommen vorbei, wenn ihr Lust und Zeit habt und aus der Ecke kommt. Ansonsten euch eine wundervolle Woche, alles Gute und ich freue mich, wenn ich von euch lese. Lasst mir ein Feedback da. Bis demnächst.